Na, wie sieht's aus, Schludi? Sie dürfen nicht mit ihm sprechen. Ich will ihm nur eine Zigarette geben. Treten Sie zur Seite. Pipik, Junge! Nun geh doch endlich. Verzieh dich. Ich habe ihr mindestens 100 Mal gesagt, dass sie nicht zu diesen Fußballspielen fahren soll. Aber sie wollte nicht auf mich hören. Komm bitte her, Michael. Du hast bei diesen Rowdies nichts verloren. Muss denn das sein, so früh am Tag? Was hat denn das Pack vom Fernsehen hier zu suchen? Die fehlen uns gerade noch. So werden wir wenigstens berühmt. Wir kommen ins Fernsehen, Leute. Oh, das lohnt nicht. Nicht übel, Mann. Das ist der Prozess des Jahrhunderts. Ich hab nicht geglaubt, dass du kommen würdest. Ein wenig spät, ich weiß. Und wie geht's dir? Immer das Gleiche, du kennst es ja. Ich schätze, es wird nicht so schlimm werden. In der Hauptverhandlung wird es darum gehen, zu entscheiden, ob jene, die in Kürze vor Gericht stehen, die Straftaten begangen haben, derer sie angeklagt sind und für die sie sich jetzt zu verantworten haben. Wenn das der Fall ist, dann verlangt das Gesetz selbstverständlich, dass man sie bestraft. Jedoch der Umstand, dass nicht alle Täter überführt werden konnten, mindert keineswegs die Schuld jener, die nun vor den Schranken des Gerichts stehen werden. Die folgenden Personen werden in den Sitzungssaal gerufen: Josef Schurowski, Jan Suchanek, Roman Kautsky, Wojciech Riesz, Milan Sikora. Ja? Was ist denn? Ich brauche Knete. Kannst du mir was geben? Schon wieder? Du hast doch erst neulich was gekriegt. Gib mir doch was, dann bin ich wieder flüssig. Ich brauch's doch für die Reise. Soll ich es mir aus den Fingern saugen, oder was? Du weißt doch, ich fahre nach Bystrica. Diesmal geht es um alles, um den Titel. Warum pumpst du nicht deine Mutter an? Ich habe nichts dabei, wirklich nicht. Ach komm, stell dich nicht so an. Na gut. Wenigstens etwas. Ist dir klar, dass mein Abendessen jetzt hin ist? Du wirst dir schon zu helfen wissen. Dank dir. Grüß dich. Lass ihn jetzt, Lubatsch. Karel Wondracek, Jishi Böhm. Okay, dann fahr doch zu ihr. Tu dir keinen Zwang an, fahr zu deinem Luder. Würdest du mir vielleicht einmal zuhören? Ich fahr zu keiner Frau. Was soll denn die alberne Ausrede von wegen Fußball? Meinst du, ich weiß nicht, was läuft? Soll ich es dir vielleicht schriftlich geben? Ich fahr zu dem Spiel. Ja, hau doch ab. Hier hält dich ja sowieso nichts. Da hast du recht. Ich muss mir das nicht anhören. Was kann mich hier halten? Du schon überhaupt nicht. Und richte ihr einen schönen Gruß aus. Sag ihr, dass dein Kind zu Hause mit Fieber im Bett liegt. František Bijovský. Jiří Stuka. Sando! Bring uns noch eine Runde. Und dann wollen wir zahlen. Wir müssen zum Spiel, sonst sehen die ganz blass aus. Also noch eine Runde. Na klar. Ihr kriegt nichts mehr. Ihr habt genug. Was heißt denn hier, wir haben genug? Wir können eine Menge vertragen. Schließlich sind wir Spartaner. Interessiert mich nicht. Was heißt denn hier, interessiert dich nicht? Schließlich lebst du von unserer Kohle, oder? Ja, von deiner bestimmt. Nun seht euch das an, wie der mit seinen Stammgästen umgeht. Wir haben wirklich was Besseres verdient. Hab ich recht, Freunde? Bring uns doch eine Runde. Ah, das ist nett. Auf Sparta! Auf Sparta! Komm noch mit. Du weißt doch genau, Vater erlaubt es nicht. Wie du willst, aber diesmal haben wir auf den Putz. Los, runter damit. Da wird was los sein. Er würde mich totschlagen. Du kennst ihn ja. Fahr doch bitte mit. Willst du das wirklich? Setz dich nicht rum, geh lieber der Mutter helfen. Ja, ist ja schon gut. Maria Schmidova. Der ist ja schon wieder hier und stiert in der Gegend rum. Was geht dich das an? Immerhin hast du dein Zimmer, oder? Ja, das habe ich. Aber seine Zigarren stinken, merkst du das nicht? Schrei hier nicht so rum, ich bitte dich. Entschuldige. Gehst du weg?
Ist wohl besser, wenn ich das Feld räume. Wo willst du denn hin? Ich frag dich doch auch nicht, was du gleich tun wirst. Dann sag mir wenigstens, wo du übernachtest. Weiß ich noch nicht. Vielleicht bei einer Freundin. Willst du dir nicht was Vernünftiges anziehen? Nein. Sie läuft wie ein Penner rum. Dabei hängt der ganze Schrank voller Klamotten. Ruf mich wenigstens an. Ja, ist ja gut. Michal Stupka. Kopf hoch. Lass dir nichts anhängen, mein Junge. Sparta! 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 Let's go, Sparta! Let's go! Let's go, Sparta! Let's go! Let's go, Sparta! Let's go! Sparta! 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 Mutter! Ja, Sparta! Ah, unser Muttersöhnchen. Und was lässt uns der liebe Papi ausrichten? Nichts. Dann soll er endlich Ruhe geben. Und wer gewinnt? Wir werden Meister! Ich werde mitfahren. Ja, sowas. Ist doch wohl Ehrensache. Ich habe zu Hause erzählt, dass ich mit dem Kumpel aufs Land fahre. Super, du hast den Alten geblufft. Bravo! Sparta! 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 Am Schluck. Und wer gewinnt? Sparta! 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 Jenka! Jenka, ich bin abgehauen! Oh, toll! Hi! Mann, steh doch auf! Steh auf, sie sind da! Die Bullen kommen! Mach schon! Ruhe! Ruhe! Zeigen Sie mir mal Ihren Ausweis. Sparta! Ihren Ausweis ein bisschen schnell. Na, wird's bald. Los, aufstehen! Komm, Inja! Rein hier! Hey! In diesem Zustand können Sie nicht mitfahren. Folgen Sie mir. Mein Zug fährt gleich ab. Los! Mein Zug! Bitte setzen Sie sich. Ich eröffne hiermit die Hauptverhandlung gegen die Angeklagten Josef Schorowski, Wladimir Schupacz, Petr Chalupa, Milan Sikora, Maria Schmidova, Jirki Stupka, Michal Stupka, Jan Suchanek. Vor dem Stadtbezirksgericht Prag II begann heute die Gerichtsverhandlungen gegen die Redelsführer und Fußballfans, die an einer Legalisierung des Schnellzuges... Seid doch mal still! Das sind wir! Auf der Anklagebank sitzen 13 Jugendliche, die sich für den Vandalismus zu verantworten haben. Wir sind im Fernsehen. Dürfen die uns denn so einfach filmen? Die dürfen alles. Obwohl es sich hier um einen Einzelfall handelt... Wir sollen die ordentlich bestrafen, damit Ruhe herrscht. Ist das etwa ein Anhänger von Slavi? Die haben zwar Scheiße gebaut, aber es sind immerhin Sparta-Fans. Auf jeden Fall können sie sich für was begeistern. Wir waren in der Jugend auch nicht besser. Man wird hier wohl noch seine Meinung sagen dürfen, oder? Na klar, allerdings kann es dir passieren, dass du hier eins in die Fresse kriegst. Warum hast du dich denn versteckt, wenn du so fotogen bist? Ich bin doch kein Schauspieler. Außerdem habe ich keine Lust, dass mich meine Schwiegermutter sieht. Ich finde, es kann jeder erfahren. Ich bin stolz darauf, dass ich ein Fan von Sparta bin. Und wir werden... Wer war es denn überhaupt? ...regelmäßig aus dem Sitzungssaal berichten. Vielleicht ein Anhänger von Dupla. Komm her, sieh dir das mal an. Es hieß, sie wären in der Pubertät, aber jetzt hast du das Ergebnis. Was soll ich mir ansehen? Was erzählst du da? Frag dich lieber, wo du gewesen bist, als es nötig war. Was war nötig? Eine feste Hand hätten sie gebraucht. Dann hätte ich sie ja von früh bis spät verprügeln müssen. Und was hat dich daran gehindert? Nun schieb mir doch nicht alles in die Schuhe. Das würde dir so passen.
Wo steckt eigentlich Jirka? Wieso ist er nicht zu Hause? Er erzählt mir nicht, wo er hingeht. Mir erzählt er überhaupt nichts. Du hast es nie geschafft, ihm das Gefühl zu geben, er wäre dein Sohn. Das hat ihn doch gar nicht interessiert. Weil du ihn ständig angebrüllt hast. Das ist ja hervorragend. Das ist ausgezeichnet. Eben hast du mir noch vorgeworfen, dass ich ihn zu wenig verprügelt habe. Nein, nein, du hättest ihm von Anfang an den Kontakt zu seinem Alten verbieten sollen. Der hat ihn laufend gegen mich aufgehetzt. Jetzt pass gefälligst selbst auf deinen Sohn auf. Haben Sie davon gehört, dass die Fans von Sparta Prag einen Zug demoliert haben? Schauen Sie, die Presse hat das unnötig aufgebauscht. Wahrscheinlich, weil es bei uns zu wenig Sensationen gibt. Auf jeder Veranstaltung wird heutzutage gesoffen. Erst zerschlagen die Typen das Mobiliar und dann hauen sie sich den Schädel ein. Sehen Sie das mal so, die Jungs, die haben sich doch selbst geschadet. Weil das ein Leben lang an ihnen kleben bleibt. Eine Strafe, die hängt einem ewig an, verstehen Sie? Ich sag Ihnen, das ist wirklich ungeheuerlich, dass bei uns so etwas passieren kann. Also, naja. Früher wäre es gar nicht erst so weit gekommen. Da hätten die Ordner solcher Rowdies gar nicht ins Stadion gelassen. Oder die Fußballfreunde hätten das unter sich ausgemacht. Nein, Sie sagen, das soll erst kürzlich passiert sein. Nein, davon weiß ich nichts. Und es interessiert mich auch nicht. Ich kümmere mich überhaupt nicht um Fußball. Ja, ich hab's gehört. Die Brüder haben einen Schaden von 250.000 angerichtet. Und ich frage mich jetzt, wer soll das bezahlen? Ich hoffe nicht, dass wir das wieder alle sind. Ich sehe die Ursachen woanders. In den Diskotheken, der Musik da und dann das Bier. Und dadurch bekommen sie solche Triebe, finde ich. Es geht einem schon ganz schön auf die Nerven, denen was zu verkaufen. Meistens sind die schon voll. Und was verlangen die so? Am häufigsten Rum. Natürlich habe ich davon gehört. Und wie denken Sie darüber? Ich finde es schade, dass es die Spartaner waren. Und für welchen Club sind Sie? Für Sparta. Ich habe keine Lust mehr, zum Fußball zu gehen. Schon gar nicht mit meinem Sohn. Die Zeiten sind vorbei. Das ist außerhalb des Stadions passiert. Ziehen Sie den Club nicht mit hinein. Und von dem Vandalismus haben Sie nichts erfahren? Na ja, schon. Wie meinen Sie das? Ich würde gern wissen, was Sie davon halten. Ja, also das ist nicht gut, nicht wahr? Ist das alles? Ob das alles ist? Also jetzt frage ich Sie mal, hätten Sie den Mut, bei den Radau-Brüdern dazwischen zu fahren? Die sind doch immer zum Ehren. Die machen einen fertig. Da kriegt man nur Prügel. Ich sage Ihnen, die hauen einem sämtliche Knochen kaputt. Also seien Sie nicht so naiv. Let's go, Sparta, let's go! Let's go, Sparta, let's go! Let's go, Sparta, let's go! Hey, willst du einen Schluck? Oh ja, danke. Ach komm, die Schaffnerin kommt. Ach, scheiße. Lass mich mal runter. Mach doch keinen Scheiß, das gibt bloß Ärger. Halt bloß das Maul, du Idiot! Wo willst du denn hin? Die wilde Tiere benehmt ihr euch. Ist das denn wirklich notwendig? Ich bin auch Fußballfan von Slavia, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist wirklich die Höhe. Leck mich am Arsch mit deinem Scheißverein, du alter Sack. Also, ich muss doch sehr bitten. Guten Tag, darf ich um die Fahrkarten bitten? Was machen Sie denn dort unten? Kommen Sie vor. Was soll ich hier unten schon machen? Kommen Sie hoch. Was ist denn los? Was machen Sie dort unten? Nickerchen, ich bin eingeschlafen. Und wo ist Ihre Fahrkarte? Hab keine. Dann müssen Sie nachlösen. Geht nicht. Hab kein Geld. Das müssen Sie selbst verantworten. Ich werde Sie an der nächsten Station rausholen lassen. Na und? Und haut! Und haut! Und haut! Sie müssen wissen, mit kleinen schwarzen Kisten! Und haut! Und haut! Mensch, das gibt's doch gar nicht. Doch. Was? Mach keine Witze. Sag bloß, Sie haben ihn eingesperrt. Damit wäre er fällig, wenn er schon mal Bewährung gekriegt hat. Ja? Wofür denn? Das weiß ich auch nicht, aber er hat mal irgendwie einen Bruch gemacht oder so. Hauptsache, ihr haltet alle dicht. Du auch, Muttersöhnchen. Ist ja logisch. Ich kann das nicht mehr hören. Du sollst nur die Fresse halten und nicht quatschen. Ja, gut. Spiel doch nach vorne!
Komischer Verein, dass ihr euch gleich in die Hose macht. Du kannst gut quatschen, weil du ein Mädchen bist. So ein Blödsinn. Was wollt ihr denn? Keiner auf der Welt wird uns verknacken. Oder glaubst du, die Jungs würden ohne uns aufs Spielfeld gehen? Ja, da hast du recht, die verkalkten Ärsche auf der Tribüne haben nichts mehr zu melden. Nun lauf doch mal an! Ja, lauf doch! Let's go, Sparta! Let's go! 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 Ihr seid wohl verrückt geworden. Wenn ihr nicht sofort damit aufhört, sehe ich mich gezwungen, die Schaffnerin zu rufen. Warum denn? Damit ihr euch wie anständige Menschen benehmt. Ach, wirklich? Was passt Ihnen denn nicht an uns? Sehen Sie sich vor. Wir sind nicht schmutzig, das ist ein Vorurteil. Und wenn, dann kann ich dem abhelfen, klar? Ihr benehmt euch wie Vieh. Was hast du eben gesagt? Ihr benehmt euch unmöglich, wollte ich sagen. Nein, ich habe da was von Vieh gehört, stimmt das? Benehmen sich normale Menschen so? Sag mal, hältst du mich für bescheuert oder was? Pass bloß auf, was du sagst, du Wichser. Sonst gibt's was aufs Maul, klar? Let's go, Sparta! Let's go! Let's go, Sparta! Ich glaube, das ist kompletter Blödsinn. Da könnten sie ja jeden vorladen, der im Zug mitgefahren ist. Das waren 400 Leute. Die spinnen doch. Die sind doch ahnungslos, die haben keine Namen. Woher wollen die wissen, wer da drin gesessen hat? Sag das nicht. Über uns wissen die Bescheid. Einen Dreck wissen die. Gib her. Klasse, ich hab einen Riesendorf. Entscheidend ist doch, dass wir nicht quatschen. Nee, das ist für dich. Aber was ist, Leute, wenn uns einer verpfeift? Hör doch auf zu spinnen. Von denen, die mitgefahren sind. Ich soll morgen bei denen erscheinen. Was denn, du etwa auch? Mhm. Scheiße. Entscheidend ist, dass wir nicht quatschen und dass die Gruppe fest zusammenhält. Ich hab die ganze Zeit gepennt. Na klar, Mann. Trotzdem haben wir ganz schön auf den Putz gehauen. Ja. Das hab ich wirklich nicht nötig, mit diesem Pöbel zu reißen. Wo kommen wir denn dahin? Platz da! Warte mal! Da wird's bald, mein Lieber. Karl, warte doch, Karl! Wo willst du denn hin? Na, erst mal raus aus diesem Zug! Sieh dir diese Radau-Brüder doch an! Komm schon, steig aus! Lass die Koffer hier drin! Ich habe keine Lust, auf dem Bahnhof zu übernachten! Hey, sie kommen! Wer denn? Verflucht, weg! Was ist denn los? Wo sind sie? Sie kommen auch von der anderen Seite! Wir haben Bock kassiert, Sauerei! Weil der Hacke voll ist! Hör auf zu rauchen. Was habe ich denn getan? Das war sehr gut. Das sind Sie. Was ist hier los? Ihre Fahrkarte und Ihren Ausweis. Wieso denn? Wird's bald. Keine Hektik, ist ja gut. Kommen Sie, junger Mann, jetzt reicht es. Bier! Was ist los? Bier! Verdammt nochmal, ich bin Spartaner. Ich weiß gar nicht, was der von mir ist. Habt ihr eine Ahnung, was ich verbrochen habe? Jürgen, was soll ich tun? Hey, lass sie doch in Ruhe, du! Na los! Na, mach, Junge! Bewegt euch! Ja! Willst du da hingehen? Guck dich mal an, wie du aussiehst. Wie ein Rowdy. Na und, ich bin doch nur als Zeuge geladen. Ich sag Ihnen, dass ich nichts weiß, dann mache ich einen Abflug. Jürgen war auch in Jeans dort und kein Mensch hat ein Wort darüber verloren. Es ist mir egal, was Jürgen anhatte. Du wirst dich wie ein vernünftiger Mensch anziehen. Du wirst mir keine Schande machen. Aber Michael, warum ziehst du nicht deine neue Hose an? Die ist so hübsch. Hübsch? Da sehe ich wie ein Blödmann aus. Also ich bitte dich wirklich. Ich bin dafür, dass er sich noch eine Krawatte umbindet. Dich hat niemand gefragt. Nein? Wäre aber nicht verkehrt gewesen. Ach, Mutti, lass das. Die lachen mich alle aus. Wer soll dich denn auslachen, weil du vernünftig gekleidet bist? Na los, zieh sie an. Die Jungs lachen. Erzähl uns nie wieder so einen Unsinn. Dass du wie ein Landstreicher herumläufst, nur weil du Angst hast, dass diese Flegel dich aufziehen. Ist es für dich wichtiger, was irgendwelche Flegel denken oder was dein Vater für dein Wohl will? So wie ich das sehe, sind ihm die Flegel wichtiger. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst die Klappe halten. Na also, sie steht dir doch ausgezeichnet.
Ja. Du siehst auf einmal so anständig aus. Das war ein riesengroßer Fehler. Das bereust du noch. Ein Jammer, dass ich es nicht schon viel früher gemacht habe. Du lachst mich aus, der Kerl verhöhnt mich. Brauchst dich nicht zu wundern, so wie du dich aufführst. Jetzt reicht es aber, jetzt bitte lass ihn doch, lass ihn zu Fuß. Und wen hast du dort alles gesehen? Eine Menge Leute. Aber ich kenne sie nicht. Ich hatte ein paar Bier getrunken. Das scheint ja wohl normal zu sein in deinem Alter. Nein, das nicht. Das war eine Ausnahme. Wir haben uns gefreut und haben ein bisschen gefeiert. So stellst du dir also eine Feier vor? Nein, aber wenn sie bei Vater auf der Arbeit feiern, dann trinken sie auch was. Kann sein. Aber weißt du, das sind erwachsene Menschen. Wir haben gefeiert, weil wir Meister werden. Wer ist wir? Naja, wir. Kannst du das präzisieren? Ich meine Sparta. Unser Club. Kennst du Anja Bitschwajowa? Nein. Wieso eigentlich nicht? Dein Bruder ist doch mit ihr befreundet. Ach so, Sie meinen Anja. Aber er geht nicht mehr mit ihr. Sie selbst hat ausgesagt, dass sie mit dir und deinem Bruder dorthin gefahren ist. Aber er hat die ganze Zeit geschlafen. Sie beruft sich auf deine und die Aussage deines Bruders, weil sie in Verdacht steht, an der Beschädigung des Zuges teilgenommen zu haben. Anja? Ganz konkret gesagt, sie hat Gardinen runtergerissen und das Abteil beschmutzt. Aber sie hat ganz sicher keine Gardinen runtergerissen. Du hast doch behauptet, dass ihr geschlafen habt und dass du Anja nicht kennen würdest. Also lüg mich nicht an. Ach, stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich habe mich geirrt. Sie hat die Gardinen wirklich nicht runtergerissen. Sie hat sich mit meinem Bruder unterhalten. Gestatten Sie? Was ist denn das? Noch nie sowas gesehen? Altes Ferkel. Also wirklich, dass Sie sich nicht schämen, Fräulein. Der Kerl hat überhaupt kein Verständnis für die Liebe, Freunde. Bruder! Der ist Bruder! Doch nur neidisch. Er will bestimmt auch mal nicht. Na, logisch. Jirka, ich such dich schon überall. Ja, jetzt hast du mich gefunden. Na los, trink erst mal einen Schluck. Was ist denn das für ein Höllenzeug? Obstwein mit Fensterputzmittel, nach eigenem Rezept. Gib mal her! Ihr seid ja aufgehauen, das ist ja spitze! Und jetzt zeigen wir Ihnen Brüssel! 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 Mann, was soll denn der Scheiß? Brüssel! 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 Wie war's? Alles ganz normal. Ich hab gemauert, ist ja klar. Ist alles okay, ja? Natürlich. Gut. Der hat mich nach Anja gefragt. Verstehst du? Und, was hast du erzählt? Sie wissen, dass du mit ihr gehst. Sie hat gesagt, dass sie mit uns mitgefahren ist. Und weiter? Er wollte ihr irgendwelche runtergerissenen Gardinen anhängen. Der blufft nur, das ist ein Trick, du Idiot. Einen Dreck weiß der. Na, sag das nicht, er weiß auch andere Sachen. Da muss jemand gequatscht haben. Hauptsache, du hast das Maul gehalten. Ich? Jetzt pass mal auf, ich war hart wie Granit, ich hab nicht gequatscht, ehrlich nicht, ich hab dich gehalten. Wo gehst du hin?
Zum Club, was denn sonst? Also, wie war's? Ganz gut, alles okay. Na bitte, siehst du, Junge, es gibt doch noch Gerechtigkeit, nicht? Ich hab ja auch nichts verbrochen, Mutti. Glaub mir doch, ich schwöre, dass ich nichts gemacht habe. Ich hab nichts gemacht. Aber warum muss ich andauernd hin? Siehst du, das kommt davon, wenn du nicht auf mich hörst. Ich habe nichts verbrochen. Hey, da bist du ja. Komm, zeig uns was. Jetzt kann ich euch sagen, Jungs, die ist spitze, richtig super. Na, Schätzchen? Ich glaube ja. Anja, 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 Anja. Oh Mann, ist das ein Lieder. Anja, 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 Anja. Das gibt einen Haufen Ärger. Lass das sein. Geh wieder in dein Abteil zurück. Hör auf, dich in alles einzumischen, Muttersöhnchen. Weißt du, dass du mir allmählich auf die Nerven gehst? Verzeihen Sie, entschuldigen Sie. Ich möchte... Bitte. Gestatten Sie. Na, Mann, raus hier. Bitte bleiben Sie hier. Warten Sie. Du bleibst schön sitzen. Typen wie du gehen mir auf die Nerven. Jürgen. Pass auf, dass du dir nicht in die Hose scheißt. Jürgen. Jürgen. Weg da! Lass ihn in Ruhe! Er ist mein Bruder. Ach so, wieso sagst du das nicht gleich? Na schön, der hat ein bisschen die Hosen voll. Das war ja nur ein Witz, Mann. Lass solche Witze in Zukunft sein. Ja, ja. Und du reißt dich zusammen! Stark! Komm jetzt zu mir! Hier, sieh nur, was ich habe, Jirka. Mein Schatz. Monika? Die ist so blöd, die erzählt ihnen vielleicht was. Ich hab nichts mitgekriegt, die war doch total voll. Dann frage ich mich, warum sie heute nicht hier ist. Buh! Du blödes Schwein! Buh! Ganz einfach, wenn ihr nicht schwach werdet, kann man euch gar nichts beweisen. Was heißt denn hier euch, Mann? Na alle. Bist du auch mitgefahren, oder? Ich bin unbestrittenes Blatt, mich haben sie nicht geschnappt. Teljikova, hallo? Hallo, Moni. Wenn du dein Maul nicht hältst, du Luder, dann kannst du was erleben. Hallo, wer ist denn da dran? Sparta. Was ist denn bloß los mit dir? Warum läufst du hier dauernd rum? War wohl ein Junge dran, nicht? Nein. Ich bitte dich, hör auf damit. Du hast ihn abgewimmelt, ne? Hör mal. Pavel kann eine Menge quatschen. Der hat keine Vorladung gekriegt. Du kennst ihn ja.
Ihr seid ja betrunken! Betrunken! Na, du Idiot! Wollt ihr was willst du? Mach das weiter mit deiner Bolzenkiste! Verschwindet endlich und lasst mich in Ruhe! Fresse! Fresse! Andenken mit! Was soll denn das? Euch werde ich zeigen, verdammtes Pack! Scheiß Sparta-Banden! Sparta macht ihn nieder! Was los? Sonst kriegst du mal in die Fresse! Wollt ihr wohl aufhören? Wer gibt euch das Recht, die Leute so zu beleidigen? Und wer gibt dir das Recht, aus dem Fenster zu gaffen, du blöde Kuh? Alte Schnepfe! Was machen Sie da? Gehen Sie sofort in Ihre Abteile zurück. Jeder auf seinen Platz. Was quasselt die? Ich verstehe kein Wort. Kann dich ja mal umlackieren, wenn du Lust hast. Was? Verschwinde was bloß! Was tust du hier? Ich habe dich doch rausholen lassen. Na und? Was machst du da noch hier? Na, was wohl? Werd nicht frech. Zeig mir deine Fahrkarte. Hör mal, ich will deine Fahrkarte sehen. Soll ich mir das Geld aus den Rippen schneiden? Verpiss dich. Wir brauchen keine Fahrkarten. Wir sind Meister. Du sollst abhauen, du Hure. Hast du nicht gehört? Hör mal. Ja, ich höre. Ich rufe die Polizei. Kannst du ruhig machen. Die Typen haben vor uns genauso Schiss. Wenn die uns sehen, dann sind die so klein mit Hut. Ich werde euch an der nächsten Station rausholen lassen. Und zwar euch alle, ihr Rotznasen. Oh. Dann müssen wir dich aber auch raussetzen, du altes Huhn. Lasst mich raus, was soll denn das? Hilf! Ich hab eine Idee. Wir können doch das Geld für die Strafe zusammenlegen hier. Weißt du was? Lass mich doch in Ruhe. Was wollt ihr von mir? Du hast uns gedroht. Lass dich überraschen. Lasst dann mich los! Ihretwegen hätte man uns kassiert. Lasst mich los! Widerliche Demokratin! Lasst mich los! Diese Schnäpfe, ihr wollt uns rausschmeißen lassen! Nur eins raus mit dir! Nein! Jetzt kannst du von uns schnappen! Nein! Hilfe! Raus mit der Verräterin! Lasst mich los! Das könnt ihr doch nicht machen! Warum hilft mir denn keiner? Hilfe, Leute! Hilft mir doch! Das dürft ihr doch nicht machen! Ich flehe euch an! Hilfe! Warum hilft mir denn keiner? Hilfe! Ich schätze, es reicht. Die Braut hat genug. Um Gottes Willen! Los! Die Leine! Die hat Schwein gehabt, dass sie so dick ist, unser kleines Ferkelchen. Fahrkarten! Fahrkarten! Ich will die Fahrkarten sehen! Leute. Wenn du hier rumschnüffelst, du Miststück, dann schnapp ich dich! Seit ich 2 war, habe ich bei meinem Opa gewohnt. Jetzt, wo er tot ist, da lebe ich allein. Haben Sie keine Geschwister? Das weiß ich nicht. Sie haben keinen Kontakt zu Ihren Eltern? Aus meinen Unterlagen geht nicht hervor, wo Sie jetzt arbeiten. Ich bin Bäckergehilfe. Vor 4 Monaten haben Sie aber als Beifahrer gearbeitet. Ja, schon, aber dort hat es mir nicht gefallen und deshalb habe ich mir was Neues gesucht. Und warum hat es Ihnen nicht gefallen? Ach, na ja, wissen Sie, da war eine Menge Arbeit, aber wenig... Na ja, Sie können sich das ja denken. Wie oft sind Sie bisher mit dem Gesetz in Konflikt geraten? 2-mal. Und weswegen? Das erste Mal wegen Schmarotzertum und dann habe ich mit den Jungs einen Kiosk ausgeräumt. Wegen der Zigaretten, verstehen Sie? Ich lese hier, dass Sie wiederholt in einer Ausnüchterungszelle waren. Sie sollen sogar unter Alkoholeinfluss einen Selbstmordversuch begangen haben. Ich war in der Psychiatrie. 6-mal. Einigen Aussagen zufolge sollen Sie die Tür eines Abteils aus dem Zug geworfen haben. Ich? Also ehrlich, ich habe nichts rausgeworfen. Das waren Vlasta und Maria, habe ich gehört. Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Ich war ziemlich betrunken. Was haben Sie getrunken? Tja, alles Mögliche, was mir angeboten wurde. Ich habe einfach alles in mich hineingeschüttet. Und was haben Sie eigentlich im Zug zerstört? Ich habe nichts zerstört, wirklich nicht. Ich schwöre Ihnen, ich habe nichts kaputt gemacht. Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Ich habe nicht mitgekriegt, was um mich herum passiert ist. Thiago! Thiago!
Ist ja gut, Freunde. Wir sind ja auch fürs Bad, aber könnt ihr eure Füße nicht woanders hinlegen? Warum kommst du nicht mit zum Spiel, wenn du auch ins Bad bist? Warum nicht? Ich glaube, ihr werdet auch ohne uns gewinnen. Hör zu, Junge. Alle echten Sparta-Fans sitzen heute in diesem Zug, klar? Ja, aber blöderweise müssen wir ausgerechnet heute für eine Prüfung lernen. Augenblick mal. Du pfeifst aufs Lernen. Aber wir müssen jetzt wirklich aussteigen. Wenn du jetzt aussteigst, Kumpel, dann bist du gar kein echter Spartaner. Ich bin einer, aber wir haben was anderes vor. So, ihr habt was anderes vor. Lass mich bitte durch. Das Fräulein will bestimmt noch ein Stückchen mitfahren. Aber das Doktorchen will sie daran hindern. Das geht wirklich nicht. Wir müssen hier raus. Moment mal, Moment. Mit uns macht es bestimmt mehr Spaß als mit dem Typen dort. Lass mich los! Halt die Kleine! Das Doktorchen sucht Streit mit uns. Hey, Zuckerschnute, du fährst doch mit, oder? Nein, lasst uns gehen. Sagt der Brillenschlange, er soll uns beweisen, dass er ein Spartaner ist. Und wie soll ich das machen? Ganz einfach, er soll unsere Fahne küssen. Tolle Idee. Wie wär's, wenn wir das kleine Mäuschen hier in unseren Club aufnehmen? Warum wehrst du dich? Lass sie los! Na also. Claudia! Ihr verdammten Schweine! Claudia! Lass sie in Ruhe! Aufhören! Du sollst die Fahne küssen! Nein! Nein! Du sollst die Fahne küssen! Noch mehr! Das langt mir aber noch nicht. Da kommt keine Begeisterung auf. Soll er sie auffressen? Friss sie! Claudia! Student! Friss! 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 Claudia! Ich habe wirklich nichts zerstört oder kaputt gemacht. Ich habe niemandem was getan. Ich habe doch alles gesagt, was Sie wissen wollten, auch wer die Tür rausgeworfen hat. Das hätte ich nicht machen müssen. Setzen Sie sich. Aber Sie dürfen nicht sagen, dass ich Sie verpfiffen habe. Den Zeugen mache ich nicht. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Ist. Wieso guckst du mich so an? Was hätte ich denn tun sollen? Irgendetwas. Schon in Prag war mir klar, dass die Fahrt nicht normal verlaufen würde. Ich glaube, dass über die Hälfte dieser Jugendlichen, ich meine, dieser Sparta-Fans, betrunken waren. Das hat man deutlich gemerkt. Tja, wissen Sie, das konnte keiner voraussehen. Wir wissen zwar, welche Züge problematisch sind, aber wenn wir auf jeden Zug einen Begleitschutz setzen, der mit zu den Stadien fährt, dann schaffen wir niemals unser Pensum. Das ist völlig unmöglich. Wie denken Sie sich das? Immer wieder habe ich auf jeder Station um Hilfe gebeten. Allerdings ohne Erfolg und man sagte mir, man wird was unternehmen und vielleicht auf der nächsten Station wird Polizei da sein. Und wo arbeiten Sie jetzt? Immer noch bei der Bahn, allerdings, ich bin jetzt nicht mehr Schaffnerin. Lass mich durch! Ihr seid das Letzte, das absolut Letzte! Ihr seid zum Kotzen! Ich will euch nicht mehr sehen! Ihr widert mich an! Ihr seid das Letzte! Bin hier nicht rum! Hast du wieder irgendwas eingeschmissen? Ich habe eine Phobie. Ich will hier raus. Lasst mich raus. Bring dich wieder ein, Peter. Ganz ruhig, Peter. Ich muss raus. Alles wieder los. Wir steigen gemeinsam aus, wenn wir da sind. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind doch deine Freunde. Wir sind bei dir. Wir sind hier drin eingesperrt. Sei doch vernünftig, Peter. Wir sind wie eingesperrt. Wir fahren uns zum Schlachthaus. Zur Schlachtbank. Sag das nicht. Sie haben uns eingeschlossen.
Mutti, ich bitte dich, führ dich nicht so auf. Die laden alle vor, die in dem Zug mitgefahren sind. Das ist doch ganz normal. Ganz normal ist das? Du sollst zusammen mit diesen Rowdies Aussagen machen? Das soll normal sein? Das sind doch keine Rowdies. Ich sag dir, ihr verurteilt sie nur, weil ihr sie nicht kennt. Du willst natürlich am liebsten, dass ich mit studierten Leuten zusammen bin. Das sind oft noch größere Rowdies. Sie sind viel schlimmer. Mit dem Unterschied, dass man es ihnen nicht ansieht. Wo deine Freunde gewesen sind, sind nur Trümmer übrig geblieben. Die Männer haben auf der Arbeit darüber geredet. Die Zeitungen waren voll davon und meine Tochter war mittendrin. Wollten sie dir nicht was antun? Was? Nein. Was suchst du da? Nichts, nur den Kamm. Da ist er nicht drin. Dann sag mir doch, wo er ist. Kannst du dir vorstellen, wie sehr das deinem Vater zu Pass kommt, wenn er das erfährt? Stell dir das mal vor. Dem ist das doch scheißegal. Der hat mich doch sowieso längst abgeschrieben. Nein, das darfst du nicht sagen. Das darfst du nicht denken. Ich bitte dich. Der muss doch jetzt deinen Kinderwagen kutschieren. Der wird doch keine Zeit haben, sich darum zu kümmern, ob seine missratene Tochter in einem Zug gefahren ist oder nicht. Jetzt sei doch mal ehrlich, das ist doch nicht normal. Ich weiß, was ich mache. Ich rufe Mirek an. Tu mir einen Gefallen und lass das bleiben. Mutti, hörst du? Hallo, ich bin es, Mirek. Stell dir mal vor, was mir passiert ist. Also nach Witzen ist mir nicht zumute. Nein, nein, ich brauche deine Hilfe. Aber ich will keine Hilfe von ihm und brauche keine. Mariechen. Du sollst mich nicht Mariechen nennen. Wer ist da bitte? Meine Mutter möchte nicht mit Ihnen sprechen. Es hat ja wohl Zeit bis morgen früh auf der Arbeit. Na, was ist? Warum tust du mir das an? Und warum tust du mir das an? Na, du? Hallo. Na, Vlasta. Hallo. Schön, euch zu sehen. Was gibt's denn? Sag mal, hast du heute Waschtag? So kann man's nennen. War eine Beschäftigungstherapie. Na klar. Kommst du mit in die Kneipe? Ja, so wie ich fertig bin. Du hast ja ein süßes Kind. Möchte wissen, wie du das hingekriegt hast. Es ist saukalt draußen. Die Wäsche ist nachher wie ein Brett. Macht nichts. Sie muss sie bügeln. Bist du endlich fertig? Hallo, grüß dich. Tag, Marie. Ich bin gleich soweit. Ich gehe aber noch weg. Schon wieder? Na und? Nimm wenigstens den Kleinen mit. Ich weiß nicht, wann ich zurück bin. Dann sitzt du ausnahmsweise mal nicht stundenlang in der Kneipe. Nimm ihn ruhig mit. Ich werde schon auf ihn aufpassen. Also, was ist? Ja, gut. Du, ich bin beim Verhör gewesen. Irgendwas stinkt da. Was stinkt? Ich werde ihn noch mal schnell wickeln. Der hat mich die ganze Zeit nach konkreten Namen gefragt. Ich glaube, da muss irgendjemand gequatscht haben. Wenn das Monika war, kriegt sie ein paar in die Fresse. Mann, was können die mir schon anhängen? Höchstens, dass ich besoffen war und dann irgendwas verdreckt habe, oder? Was hast du denn verdreckt? Hör mal, so komisch ist das gar nicht. Ich habe mit einem Typ gesprochen, der sich auskennt, der weiß Bescheid. Der sagte, es reicht, wenn du jemanden auf der Straße sagst, der sei ein Ochse. Dafür können sie dich einbuchten. Dann bist du weg von der Bildfläche. Das ist doch Quatsch. Jedenfalls kriegst du ein Verfahrenanhalt. Glaube ich nicht. Bei einem Schiedsrichter ist das was ganz anderes. Dem kannst du an den Kopf knallen, was du willst. Hey, Pavel, lass auf, damit der Kleine ein bisschen Luft kriegt. Stell ihn doch draußen vor die Tür. Das ist zu kalt. Und wenn ein Auto vorbeifährt, fängt er an zu heulen. Hallo, Pastejikova? Du Drecksau, wenn du jemanden verpfeifst und nur einen einzigen Namen nennst, kannst du dich einsagen lassen. Ich glaube, in der Fabrik ist schon was durchgesickert. Die Schweine wollen mich tatsächlich feuern. Kapiert ihr das? Die feuern mich aus dem TKD, weil ich Sparta-Fan bin. Das schnalle ich nicht. Das ist doch wirklich bescheuert, oder? Das können die nicht machen. Du bist doch noch gar nicht verurteilt. Verschwinde und mach dich dauernd mit ihm rum. Ich wollte dir doch nur helfen. Mecker sie nicht so an, Stando. Bring uns lieber noch ein Bier. Blas dich hier bloß nicht so auf und markier einen Chef. Du bist schlimmer als ein Dorn im Arsch. Ja, ja, ist ja gut. Ach, Mann. Meine Scheiße ist das. Das ganze Leben ist scheiße. Was versteht ihr denn davon? Ich muss Tag für Tag jeden Morgen um 4 Uhr aufstehen. Mir den Buckel krumm schuften, da möchte ich euch mal erleben. Da würdet ihr sehen, was Arbeit ist. Bei der Arbeit sieht man ihn nicht häufig. Er hat so oft gefehlt, dass man ihn eigentlich rausschmeißen müsste. Wenn wir doch bloß genug Leute hätten. Hält das hier nicht lange aus. Seine Händchen sind zu fein zum Arbeiten. Die Kollegen sind natürlich sauer auf ihn, ist ja klar. Ich frag mich, wovon der Junge leben will, wenn er nichts anderes kann. Das ist mir schleierhaft. Einem Vermerk zufolge hat man sie zweimal auf der Straße verhaftet, weil sie zum öffentlichen Ärgernis geworden sind. Das ist nach einem Spiel gewesen. Wir kamen aus dem Stadion und haben laut gesungen. Wer alles?
Ungefähr 800 Leute. Hier ist noch eine weitere Eintragung. Unbefugte Benutzung eines fremden Fahrzeuges. Was heißt fremdes Fahrzeug? Es gehörte meinem Vater. Ich wollte es ihm zurückgeben, aber er hat mich angezeigt. Sie arbeiten bei der Prager Müllabfuhr. Obwohl Sie im Betrieb keinen Urlaub eingereicht haben, sind Sie für 2 Tage nach Bystrica gefahren. Ich war zu der Zeit krankgeschrieben. Ich hatte was mit dem Arm. Ich hätte sowieso nicht arbeiten können. Ihrer Meinung nach ist das alles in Ordnung, nicht wahr? Ist es nicht. Ich würde das nie wieder tun. Waren Sie in der Gruppe, die Schaffnerin aus dem Fenster hinauswerfen wollte? Ich? Ich garantiert nicht. Wer war dann dabei? Woher soll ich das wissen? Sagen Sie, was haben Sie eigentlich gegen Leuchtstoffröhren, Herr Klupatsch? Gar nichts. Wieso? Wieso haben Sie sie dann zerschlagen? Ich blieb wahrscheinlich dran hängen. Tja, also, ich habe das Gleichgewicht verloren und sie ist irgendwie locker gewesen. Im Zug war sowieso schon alles zerschlagen. Es spielte keine Rolle mehr. Was bringt das eigentlich, wenn man einen Zug demoliert? Jeder wollte vor dem anderen angeben, nehme ich an. Ihr gebt damit an, dass ihr etwas vernichtet, was andere Menschen geschaffen haben. Ich weiß es nicht. Bei der Zugfahrt hat niemand darüber nachgedacht. Haben Sie sich überhaupt etwas gedacht beim Zerschlagen der Leuchtstoffröhren? Nur einer Leuchtstoffröhre, ja? Was für ein Gefühl hatten Sie dabei? Gefühle? Ich weiß nicht, ich wollte vielleicht lustig sein, genau wie die anderen. Und kein Außenseiter sein. Leber! 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 Leberkuchen! Leber! 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 Leberkuchen! Leber! 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 Leberkuchen! Wer Kabums gerade anschaut! Mach mal Platz, ich sehe nichts! Sind ja ganz schön bei der Sache. Drängel doch nicht so! Ich will auch was sehen, Leute! Lass dich doch mal durch! Hallo! Dann geht er auf, die guckt euch zu! Was ist denn? Die gucken, was ihr hier treibt. Na und, mach die Tür zu! Wir sollen weggehen. Verzieht euch! Hört doch mal auf, Leute, hier gibt's nichts zu sehen. Haut ab, verschwindet! Wer ist da bitte? Ich bin es, meine Liebe. Vergiss nicht, wenn du uns verpfeifst, wenn du auch nur einen einzigen Namen nennst, dann dreh ich dir den Hals rum. Was ist denn? Was ist denn passiert? Monika. Jesus Maria, was heulst du so? Was soll denn das? Na stark, da steht ja eine Gitarre rum. Was ist los, Kleiner? Was willst du bei uns? Sag mal. Wir brauchen keine Musik. Da wollen wir mal für gute Laune sorgen. Mann, die ist ja ganz verstimmt. Damit kann ja keiner spielen. Scheißding. Was spielst du? Ey, verzieh dich. Ist doch gut, oder? Jetzt herrscht Ruhe, Leute. Bitte, ich möchte alles widerrufen, Genosse. Wieso denn? Sie hat sich's überlegt. Sie will alles widerrufen, was sie ausgesagt hat. Frau Pastejikova, es ist nicht so einfach, eine Aussage zurückzuziehen. Der Mann hat mir gedroht, mich umzubringen. Wer hat dir gedroht? Wer? Weiß ich nicht. Irgendein Kerl am Telefon. Würdest du seine Stimme wiedererkennen? Um Gottes Willen, Sie wollen doch meine Tochter da nicht reinziehen. Sie kriegt doch kaum noch ein Auge zu und hat Angst, auf die Straße zu gehen. Das ist doch schrecklich. Ich selbst habe Angst. Tatsächlich? Sie haben gesagt, wenn sie etwas erzählt, dann... Könnte es vielleicht sein, dass du den Anrufer kennst? Es könnte doch sein, dass er Worte benutzt, die jemand in der Gruppe häufig sagt. Verstehst du? Das ist mir nicht aufgefallen. Und vor wem fürchtest du dich am meisten? Vor Shuri. Aber der sitzt doch zurzeit in Untersuchungshaft. Aber was passiert, wenn sie ihn rauslassen? Deine Sorge ist völlig unbegründet. Das sagen sie so. Du brauchst keine Angst zu haben. Ja? Sie kennen ihn nicht. Und warum fürchtest du dich gerade vor Shuri? Weil er ein Idiot ist. Warum warst du dann mit den Jungs zusammen? Warum? Weil die anderen Jungs noch aufgeblasener sind. Jetzt hör mal zu. Wenn du die Wahrheit gesagt hast, kannst du sie jetzt nicht widerrufen. Das geht nicht. Also sowas. Sollte sich der Anrufer noch mal bei Ihnen melden, dann geben Sie mir Bescheid. Ich könnte dich in der Luft zerreißen. Wieso hast du deine Klappe nicht gehalten?
Warte nur ab, mein liebes Kind, wenn Vater aus dem Knast zurückkommt. Er wird dich übers Knie legen. Also sowas würde ich nie tun, ehrlich nicht. Und wenn Ihnen das Monika aufgetischt hat, dann lügt sie. Warum? Was heißt warum? Warum sollte sie mich anlügen? Warum schon? Weil sie sauer ist. Ich kann bei den Jungs mitfahren und muss mich nicht gleich von jedem angrapschen lassen. Ah ja. Aber wir haben noch einen anderen Zeugen. Ja? Wen denn? Das tut jetzt nichts zur Sache. Wissen Sie, ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Ich war ein bisschen angetörnt. Ich schätze, das kann jedem passieren, oder? Na komm, pass mir an. Hilf mir doch mal! Raus damit! Bedenken Sie, dass sich ein Geständnis strafmildernd auswirken kann. Na gut. In Ordnung, dann habe ich sie eben rausgeschmissen. Na und? Ich bin dagegen gelaufen, habe mich dran gestoßen und dann flog sie raus. Hat außer Ihnen noch jemand irgendetwas aus dem Zug geworfen? Also, Sie können Sachen fragen. Garantiert nicht die Jungs von Sparta, denn die kenne ich alle. Die Tür hätte jemanden erschlagen können. Habt ihr darüber nachgedacht? Also das ganz bestimmt nicht. Marie, Herr Suchik hat mich gebeten, mich deines Falles anzunehmen. Marie, Mirek meint es gut. Er will uns doch bloß helfen. So ein Blödsinn. Der will doch, dass ich von hier abhaue. So wie ich das verstanden habe, willst du doch die Gärtnerei verlassen, da wo du jetzt nur zur Aushilfe arbeitest. Hör zu, was dir Frau Doktor sagt. Mach ich ja. Was denkst du denn? Gerade jetzt in dieser Situation solltest du danach streben, ein ordentliches Arbeitsverhältnis abzuschließen. Das ist sehr wichtig. Begreif das doch. Was soll ich denn machen, wenn man mir dort keine ordentliche Arbeit gibt? Andauernd soll ich das Gewächshaus aber machen. Darauf pfeife ich. Wenn man ihr zum Beispiel was erklären will, dann schaut sie einfach nur in der Gegend rum. Man weiß nicht, ob sie da ist oder einfach nur träumt. Dann macht sie ihre Arbeit schlampig und die Blumen gehen ein. Da darf sich keiner wundern, dass ich sie nur das Gewächshaus sauber machen lasse. Sie kann ja nicht mal eine Begonie von einer Pelargonie unterscheiden. Hat dir denn der Leiter nicht richtig erklärt, was du tun sollst? Ach, was soll der mir schon erklären? Der interessiert sich doch nur dafür, wie er ein paar Blumen schwarz verhökern und die Lehrmädchen bumsen kann. Würde ich ihn ranlassen, dann würde er mich... Ich bitte dich. Wie redest du denn? Ja, wie rede ich denn? Ehrlich, ihr zieht euch doch nur an einem Wort hoch, aber was ich sagen will, ist euch völlig egal. Anfangs habe ich es mit dir probiert, aber nichts. Nein, gar nichts. Mir sind ja schon viele Mädels durch die Hände gegangen und ich sehe gleich, ob es einen Sinn hat oder nicht. Ich renne keiner hinterher und ich habe viel Verständnis für die Jugend. Aber sie soll nicht so tun, als ob ihr die ganze Welt Unrecht tut. Man beurteilt einen Menschen nach seiner Arbeit und nicht danach, welche Jeans er trägt. Warte, Marie, warte. Dieses Herumreden hat doch keinen Zweck und bringt uns nicht weiter. Es geht jetzt vor allem darum, dass das Gericht in dir keine Schmarotzerin sieht. Ja. Du musst einen seriösen Eindruck hinterlassen, damit der Senat zu dem Schluss kommt, dass die Geschichte in dem Zug nur durch den Einfluss von Alkohol möglich war. Der hat dich quasi in einen willenlosen Zustand versetzt, weil du ihn nicht gewöhnt bist. Ich weiß wirklich nicht, was Sie von mir wollen. Sind Sie hergekommen, um mir eine Standpauke zu halten, oder Marie, was? Komm sofort zurück. Warte, jetzt hört aber der Spaß auf. Marie, ich sage es dir im Guten. Du bist alt genug, um die Konsequenzen deines Verhaltens zu tragen. Diese Ansicht wird auch das Gericht vertreten. Glauben Sie wirklich, dass man sie wegen der Geschichte verurteilen könnte? Allerdings, denn der Tatbestand einer Straftat ist eindeutig gegeben. Marie, mach auf! Hörst du? Nun beruhigen Sie sich, seien Sie ganz ruhig. Begreifen Sie, dass Ihre Tochter sich in einem Alter befindet, in dem sie glaubt, dass wir Erwachsenen sie einschränken wollen. Jugendliche haben keine festen Ziele und wollen sich auch nicht unterordnen. Ich denke nicht, dass ich sie irgendwie einschränke. Glauben Sie vielleicht, dass die Gruppe sie erziehen wird? Aber ich kann doch nicht laufend auf sie aufpassen. Im Club habe ich wenigstens meine Freunde. Wenn ich woanders den Mund aufmache und sage, was ich denke, dann hält man mich nur für frech. Hey! Thank you.
Eine Geldbuße für das Eindringen auf das Spielfeld, außerdem ruhestörender Lärm in den Straßen. Soweit ich weiß, ist Ihr Vater doch Trainer. Hat er Ihnen dieses Benehmen beigebracht? Nein, kann ich nicht sagen. Nein? Wer dann? Ich bin von klein an Sparta-Anhänger. Aha. Ich war auch in der Schülermannschaft. Dann sind Sie also Fußballspieler? Ja, aber nicht mehr aktiv. Warum nicht? Ach, wissen Sie, irgendwann mal hatte ich die Nase voll, mich laufend vom Trainer schikanieren zu lassen. Ja, an den Milan erinnere ich mich. Den hat sein Vater hergebracht, ein tadelloser Mann nebenbei gesagt. Tja, der Junge schien ganz gut zu sein, zumindest am Anfang. Aber dann ließ er sehr stark nach. Er war zu faul zum Laufen. Er gehörte zu denen, die gerne große Sprüche machen. Er hat sich dann irgendeiner Bande angeschlossen und kam nicht mehr zum Training. Was soll's? Schluss für heute, Feierabend! Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich arbeite zurzeit als Hilfsarbeiter. Hat Ihnen Ihr Vater nicht geraten, einen ordentlichen Beruf zu erlernen? Ich wollte Sportler werden und nicht lernen. Und jetzt verdiene ich eben. Stört Sie es nicht, dass Sie nichts können? Was heißt denn nichts können? Ich verdiene mehr als die ausgelernt haben. Milan, den haben wir gleich im zweiten Lehrjahr ausgeschlossen. Seine Eltern kamen angerannt und sagten, wir hätten ihn erzieherisch völlig vernachlässigt. Die Leute kommen auf Ideen, das glaubt man ja gar nicht. Es sagt sich leicht dahin, dass die Jugend von uns schlecht erzogen wird. Ja, ja. Aber viele Eltern wissen ja gar nicht, welchen Beruf ihre Kinder erlernen. So sieht's doch mal aus. Die kommen noch nicht mal zum Elternabend. Die Kinder werden größer und größer, niemand kümmert sich um sie und dann knallt es. Ach, das ist doch immer dasselbe. Und plötzlich haben sie einen Rebellen zu Hause, der eigentlich ihr Sohn ist. Und den wollen sie nicht haben. Naja, so läuft es heutzutage ab. Erziehung ist nur noch lästig. Jetzt gibt's die große Überraschung. Haben Sie wenigstens ein Hobby? Ich bin Fußballfan. Ist das alles? Ich habe ja kaum Zeit für was anderes. Gemäß verschiedener Zeugenaussagen haben Sie im Schnellzug nach Bystrica die Glasfüllung einer Abteiltür und ein Waschbecken zerschlagen. Macht sowas ein Fußballfan? Nein, aber daran waren alle beteiligt. Ist das ein Grund zur Zerstörung? Sie sagten, daran waren alle beteiligt. Wer genau? Die kenne ich nicht. Keinen einzigen? Mhm. Das finde ich hochinteressant. Denn Sie sind Ihren Mittätern bestens bekannt. Ich weiß nicht, was Sie dauernd wollen. Ich kenne keinen einzigen von denen. Ich mache Ihnen auf, kommen Sie. Du sollst dich verziehen, du alte Kuh. Hau ab! Du hast hier nichts verloren. So, Leute, ruhig, Mann. Ist sowieso keine Konkurrenz für mich. Reg dich nicht so auf, Kleiner. Trink doch einen Schluck. Sparta! Das kann ich Ihnen wirklich nicht beantworten.
Und wie war das mit dem Spiegel? Spiegel? Welchem Spiegel? Mir liegt eine Aussage vor, dass du im Zug einen Spiegel auf der Toilette zerschlagen hast. Warum hast du das getan? Ja, er ist runtergefallen. So? Wie kann ein Spiegel plötzlich runterfallen, wenn er mit 4 Schrauben befestigt ist? Das habe ich mich auch gefragt. Also, wie war das? Ich bin wahrscheinlich gegengestoßen, weil der Zug so rüttelte. Erzähl mir nicht so etwas. Du musst den Spiegel mit einem Gegenstand zerschlagen haben. Also das weiß ich nicht. Du hast also an der allgemeinen Zerstörung teilgenommen? Ja, schon, aber... Vor kurzem hast du aber gesagt, dass du niemanden bemerkt hast, der etwas zerschlagen hat. Ich meine, da waren so viele Menschen im Zug. Ich habe da nicht so drauf geachtet. Ja. Was habt ihr geschrien? Dass Sparta Meister ist und so. Lauter so Sachen. Und auch etwas über Brüssel und Liverpool. Wer hat das geschrieben? Und warum ausgerechnet diese beiden Städte? Ich weiß es nicht. Weißt du, was in Brüssel passiert ist? Nein. Hast du die Fernsehberichte von dem Massaker nicht gesehen? Nein, hab ich nicht, nein. Warum hast du es dann geschrien? Warum? Weil alle es geschrien haben. Das bedeutet also, wenn alle jemanden umbringen wollten, würdest du mitmachen? Wenn ich allein gefahren wäre, wäre das nie passiert. Was hat dir an den Aufnahmen aus Brüssel gefallen? Das weiß ich nicht. Wo hast du sie gesehen? Im Fernsehen. Eigentlich nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich weiß nichts davon. Ich habe das alles nicht gewollt, verstehen Sie? Ich... Vater wird mich totschlagen. Die werden mich beide totschlagen. Wo warst du? Was? Wo du warst? Na hier, ich habe die ganze Zeit geschlafen. Irka, mir geht's so schlecht, mir ist so übel. Ja, sowas. Ist doch toll hier. Nicht? Sparta! 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 Steh auf! Scheiße, Leute, die Bullen sind da! Verflucht, jetzt mischen die Bullen mit! Ich hab nichts gemacht. Da kommen wir nicht durch. Mach mal Platz! Was ist denn los? Hier, Freundchen! Halt! Stehen bleiben! Was soll denn das? Es waren so viele. Ich habe mir die Gesichter nicht merken können. Ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war. Lassen Sie mich los! Lassen Sie ihn in Ruhe! Er hat nichts gemacht! Was dürfen Sie nicht tun? Er hat nichts verbrochen! Nein, Jirka! Lass Sie an! Lassen Sie ihn los! Ich lasse ihn nicht gehen, Jirka! Ich lasse ihn nicht gehen! Nein! Bitte geh nicht weg, Jirka! Nein, lassen Sie mich los! Ich kann kaum was dazu sagen. Ich hatte mich die ganze Zeit unter dem Sitz versteckt, weil ich keine Fahrkarte hatte. Erst als mir die Jungs Wein über den Kopf gegossen haben, da bin ich sauer geworden und hab die Flasche aus dem Zugfenster geworfen. Damit sie sich nicht weiter besaufen, das gebe ich gern zu. Wenn ich auf einem Mitreisenden gesessen haben soll, wie die Zeugin aussagt, dann kann das nur daher kommen, weil ich betrunken war und weil keine freien Plätze da waren. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich mich wegen Alkoholabhängigkeit behandeln lassen will. Wenn ich keine Strafe kriege. Ich mache eine Entziehungskur, wenn ich nicht ins Gefängnis muss. Wir haben geschrien, naja, und ein bisschen rumgegrölt. Uns ist nicht die Idee gekommen, dass das außerhalb des Stadions ein öffentliches Ärgernis ist und jemand belästigen könnte.
Also ich wollte nicht, dass es wie in Brüssel ausgeht, auch wenn wir das gerufen haben. Denn das ist ja nicht sehr schön gewesen. Haben Sie im Zug noch andere Personen gesehen, die an den Ausschreitungen beteiligt waren, außer denen, die heute angeklagt sind? Sicher schon, aber ich kenne nicht Ihre Namen. Wie viele Fans waren Ihrer Meinung nach im Zug? Wie viele, ungefähr? Ich würde sagen Hunderte. Einige Hundert sind es schon gewesen. Glauben Sie, dass diejenigen, die hier stehen, im Zug mehr zerstört haben als die anderen? Nein. Also könnte man Ihrer Meinung nach alle Fans strafrechtlich verfolgen, die im Zug mitgefahren sind? Ja, eigentlich schon. Ich kann nicht mit den Argumenten der Verteidigung einverstanden sein, denn wir urteilen hier über Angeklagte, denen im Verlauf der Untersuchungen tatsächlich eine strafbare Handlung nachgewiesen wurde. Es ist also nicht Aufgabe dieser Gerichtsverhandlung zu klären, was die anderen Fans gemacht haben oder warum sich auf den öffentlichen Aufruf hin nicht ein einziger Zeuge aus der Gruppe der Mitreisenden gemeldet hat und somit zur Überführung der Täter beigetragen hat. Ich bitte das Gericht, diesen Fall ohne die Emotionen zu beurteilen, von denen die Öffentlichkeit beherrscht wird, die diesen Prozess verfolgt. Ich mache darauf aufmerksam, dass die Schuld an diesen schrecklichen Ereignissen von einer Vielzahl von Menschen mitgetragen werden müsste, deren Pflicht es gewesen wäre, das Unheil zu verhindern. Doch diese Menschen haben den Jugendlichen erlaubt, Alkohol zu sich zu nehmen und so zu handeln, wie sie gehandelt haben, wofür sie sich heute hier vor Gericht zu verantworten haben. Gleich geht das Theater los. Wirklich, ihr seid vielleicht blöd. Wer soll euch denn glauben, dass ihr niemanden gesehen habt? Wen wollt ihr schützen? Das ist doch Unsinn! Schreie bitte nicht rum. Mutti! Du blamierst uns nur. Wollt ihr ganz allein dafür büßen? Eine 250.000 Kronen wird auf 13 Leute verteilt, dabei wart ihr doch Hunderte! Ich habe dir doch gesagt, du solltest etwas weniger souverän wirken. Das habe ich doch getan, oder? Du hättest wenigstens ab und zu den Kopf senken können. Es wäre zu ihrem Besten gewesen, aber jetzt hat sie das ganze Gericht gegen sich. Die Typen glauben an gar nichts. Ich schwöre euch, ich kann wirklich nichts dafür. Ich fand das scheiße, dass er... Immer die Klappe halten, klar? Ja, ist ja gut. Der hat gut reden, der ist ja nicht angeklagt. Auf was ich dich fragen kann? Gar nichts, lass mich in Ruhe. Mann, reg dich nicht so auf. Herr Doktor, Sie haben die Gutachten über die Angeklagten geschrieben. Können Sie uns etwas über die Motive der Jugendlichen sagen? Jeder Mensch verspürt einmal das Bedürfnis, eine Unterschrift in dieser Welt zu hinterlassen. Auch wenn er nach außen hin so tut, als ob ihn das gar nicht interessieren würde. In früheren Zeiten, wenn ein Schuster einen Schuh gemacht hatte, dann war das seine Unterschrift in dieser Welt. Heute hingegen hat sich einiges geändert. Da macht der Mensch in der Fabrik nur noch einen einzigen Handgriff. Und die Frage ist dann, oh, ich danke Ihnen. Und die Frage ist doch dann, wem gehört das Resultat, das Endprodukt? Woher soll ein junger Mensch das Gefühl der Befriedigung nehmen? Das Gefühl der Einmaligkeit des Seins und des eigenen Wertes. Und sehen Sie, dann kommt es zum Kurzschluss. Da wird zum Beispiel eine Telefonzelle zerschlagen. Das ist meine Unterschrift in dieser Welt. Wissen Sie, etwas zu zerstören ist immer einfacher als etwas zu schaffen. Und wenn es die letzte Möglichkeit, die allerletzte Möglichkeit ist, wenn mir nichts mehr anderes bleibt, dann muss ich zumindest jemanden verletzen oder etwas zertrümmern. Das hier ist meine Unterschrift. Das hier bin ich. Es wird gesagt, dass die Clubs ihre Fans falsch erziehen würden. Was sollen wir tun? Wie können wir denn auf sie in dieser Umgebung Einfluss nehmen? Wenn es ihr ganzes Leben hindurch nicht einmal die Schule, ihre Eltern oder irgendeine Institution geschafft hat. Selbstverständlich veranstalten wir Treffen mit unseren Fans. Aber da kommen immer nur die Anständigen. Schauen Sie mal, Fußball ohne Atmosphäre, das ist nicht das Wahre. Und wird auch den Zuschauern keinen Spaß machen. Letzten Endes kann durch die ganze Atmosphäre die Mannschaft zu hervorragenden Leistungen gebracht werden. Was bei uns hier im Stadion geschieht, geschieht auch in den anderen Stadien der ganzen Republik. Aber nicht nur in den Stadien. Wir von Sparta haben ein, muss ich sagen, eminentes Interesse, dass es zu keinen Ausschreitungen kommt. Denn das schadet unserem guten Namen und dem Ansehen des Fußballs insgesamt.
Wissen Sie, trotz allem glaube ich, dass die Mehrheit, die überwiegende Mehrheit unserer Fans sich anständig und fair benimmt und die Mannschaft anspornt. Sie kommen hierher, um ein schönes Spiel zu sehen, nicht um zu randalieren. Wir haben festgestellt, dass die Fans das entscheidende Element sind und für gute Stimmung bei uns im Stadion sorgen. Und ich kann sagen, dass gut 60% anständige Jungs und keine Rabauken sind. Jedoch einige von ihnen haben inzwischen vor überhaupt nichts mehr Respekt. Leute, wie wäre es, wenn wir morgen alle im Sparta-Dress kämen? Wir sollen uns ruhig alle verurteilen, aber wir werden Sparta nicht verraten. Wisst ihr, was ich möchte, was morgen passieren soll? Was denn? Ich will, dass morgen 20.000 Sparta-Fans zum Gericht kommen und uns da rausholen. Und wenn du noch mehr säufst, wirst du morgen so reihen, dass die Schwimmwesten verteilen. Das wäre vielleicht eine Sache, wenn er den Gerichtssaal vollkotzt. Lass dich mal raus. Wo willst du denn hin? Das ist so spannend. Anja wartet auf mich um die Ecke. Du willst bestimmt noch mal ein Rohr versenken, bevor sie dich morgen einsperren. Hab ich recht? Ja, ja, ganz ruhig bist das schon okay. Wir können euch gar nicht einsperren. Lass mal, ich mach das. Mein Bier kann ich noch selbst zahlen. Nein, ich bezahl deins mit. Von dir lasse ich mich nicht einladen. Wo ist denn eigentlich dein kleiner Bruder? Keine Ahnung. Mein Vater zeigt ihm wohl, wie man einen Schlips bindet, damit er morgen fesch aussieht. Also tschüss dann. Mach's gut und grüß Anja schön. Ich sag euch, morgen ist was los. Das stellt sogar den 1. Mai in Schatten. Davon sprechen die noch in 10 Jahren. Sowas war noch nie da. Komm morgen mit zur Urteilsverkündung, oder? Warum soll ich denn da hingehen? Die Blamage hat mir schon gereicht. Also dich betrifft das alles nicht, oder wie? Es reicht ja wohl, dass ich blechen muss, bis ich schwarz werde. Hör mal, Michael. Michael, du wirst mir alles zurückzahlen, wenn du erstmal Geld verdienst. Bis zum letzten Heller, das schwöre ich dir. Das hast du dir selbst eingebrockt, also wirst du dafür gerade stehen. Das Gericht entscheidet doch gar nicht darüber, wer die Kohle zahlen muss. Ach, auf einmal bist du so schlau. Wer wird wohl dafür blechen müssen? Was denkst du? Natürlich die Verurteilten. Wer denn sonst? Die Verhandlung allein kostet schon einen Haufen Geld. Aber meiner Meinung nach seid ihr blöd. Ihr hättet sagen müssen, wer außer euch dabei war. Dann würde man das aufteilen und fertig. Aber das verstehst du nicht, Mutti. In dem Punkt gebe ich dir recht. Wir verstehen das nicht. Ihr spielt die großen Helden, aber euer Heldentum kann auch ganz große Scheiße sein, mein Junge. Was schreist du mich so an? Was soll das Geschrei? Schließlich bin ich kein kleiner Junge mehr. Und was Jürge angeht, da wird das sein Vater bezahlen. Das will ich stark hoffen. Wäre ja noch schöner, wenn ich für seine schlechte Erziehung bezahlen müsste. Verdammt nochmal, steh da nicht rum, hilf uns lieber! Musst du immer wie verrückt qualmen, wenn du weißt, dass ich den Kleinen hole? Ach, hör doch auf, der Smog da draußen ist auch nicht besser. Red dich nicht raus. Immer versuchst du, dich aus allem rauszureden. Die schreiben es sogar in der Zeitung. Du bist nur zu faul, sie auszumachen. Gib's doch zu. Wenn ich will, kann ich sogar das Rauchen aufgeben. Dann mach's doch. Ich will aber nicht. Da sind wir wieder beim Thema. Was? Bei welchem Thema? Heißt das, dass ich irgendwann mal gelogen habe? Willst du mir das erzählen? Ja, du lügst ständig. Du kotzt mich an. Meinst du, mir geht das anders? Du quatschst dir nur rum, weil du ein Feigling bist. Scheiße bauen, das kannst du. Darin bist du groß. Halt die Klappe, sonst sorge ich dafür, dass du sie nie wieder aufmachst. Wie oft hast du mir versprochen, dass du mit der Sauferei aufhörst? Wie oft? Seit einem Jahr willst du die Wohnung renovieren. Die Fliesen liegen seit einem halben Jahr in der Ecke. Und von der Post bekomme ich Mahnschreiben für Meter und Strom. Du baust nur Scheiße. Den Kleinen haben wir auch nur, weil du Scheiße gebaut hast. Du hast immer nur gequasselt, hab keine Angst, ich kann das schon. Einen Dreck kannst du, nur am Saufen bist du groß. Was soll aus dem Kind werden, wenn du dabei besoffen warst? Wieso bist du denn damals mit mir gegangen? Da war dieser widerliche Kerl gut genug für dich. Denn deine Auswahl, meine Liebe, ist auch nicht gerade die Elite gewesen. Das brauchst du dir gar nicht erst einzubilden. Ich bin damals blöd gewesen. Das hat sich nicht geändert, das ist so geblieben. Wo gehst du hin? Zu den Nutten. In die Kneipe rüber. Dann nimm alles Geld mit, das wir haben, damit dich eine nimmt. Und merk dir eins, wenn du in den Knast kommst, brauchst du nie wieder zurückzukommen. Wir brauchen keinen Knastbruder hier. Marie, hörst du es nicht? Geh doch mal ans Telefon. Ich bin ja nicht taub. Ach, nun beeil dich doch. Ja, hallo? Ja, hier ist dein Vater. Tag. Schön, dich zu hören, Mariechen. Ich bitte dich, sag nicht immer Mariechen. Wie geht es dir? Wie soll's mir schon gehen? Na, wie immer. Brauchst du nicht etwas? Wieso denkst du denn plötzlich an mich? Es geht mir blendend. Ist ja komisch. Auf einmal meinen es alle furchtbar gut mit mir und wollen an mir herumerziehen.
Jedes Gespräch fängt so an und anschließend werde ich beschimpft. Das hast du doch auch vor, oder? Früher, als ich noch klein war, habe ich euch alles geglaubt. Aber das hat sich jetzt gelegt. Ja, wie ist denn das heute? Ach, na ja. Heute lasse ich eben die Leute einfach ausquatschen. Aha. Ist denn das so schlimm? Was macht deine Frau? Ja, was schon. Hast du ihr schon Kochen beigebracht? Mariechen, sei bitte nicht zu bissig. Ich bitte dich, du sollst nicht immer Mariechen sagen. Was macht der kleine David? Nach dem darf ich doch wohl fragen. Das beleidigt dich hoffentlich nicht, oder? Natürlich darfst du fragen. David, geht es gut? Schön, dass du wenigstens an ihm Freude hast. Marie, fehlt dir was? Nein, ist schon gut. Ich glaube, ich kriege einen Schnupfen. Das ist alles. Hör mal, ich muss jetzt Schluss machen. Also bis dann. Na, wer war dran? Ach, niemand. Was heißt niemand? Falsch verbunden oder so? Ist dir das noch nie passiert? Wir geben Sparta niemals her. Liebe saufen wir noch her. Sparta vor, doch ein Tor. Erheben Sie sich. Ich verkünde jetzt das Urteil. Im Namen der Republik hat das Stadtbezirksgericht Prag II in der Hauptverhandlung folgendermaßen entschieden. Die Angeklagten Josef Schurowski, Jan Sofanek, Milan Sikora, Vladimir Stupac, Petr Chalupa, Marie Schmidova, Jerzy Stupka, Michael Stupka. Aus den vorgenannten Gründen ergehen folgende Urteile. Josef Schurowski erhält eine Freiheitsstrafe von 25 Monaten in der Jugendstrafanstalt. Milan Sikora erhält eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten in der Jugendstrafanstalt. Vladimir Klupac erhält eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten in der Jugendstrafanstalt. Petr Chalupa erhält eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten in der Jugendstrafanstalt. Jerzy Stupka erhält eine Freiheitsstrafe von 12 Monaten in der Jugendstrafanstalt. Erhält eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten und wird in eine Besserungsanstalt für Jugendliche eingewiesen. Der Jugendliche Michael Stupka erhält eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten, die für 2 Jahre auf Bewährung ausgesetzt wird. Denen ganz recht. Damit du das nie wieder tust. Du hast gequatscht. Du hast noch viel mehr verdient, du Sau. Scheiße, haben die eine Packung gekriegt. Petr, warte auf mich. Meine beiden Jungs. Einer kriegt 1,5 Jahre dafür, weil er die ganze Zeit im Zug geschlafen hat. Der andere kriegt Bewährung, weil er sich betrunken hat. Was ist denn das für eine Gerechtigkeit? Gar keine. Sei doch still. Mutti, ich geh zu den Jungs. Nein, diesmal wirst du hier. Jirka. Wir werden in die Berufung gehen. Allesamt müssen wir in die Berufung gehen. Sowas darf man sich nicht gefallen lassen. Aber Mutti, das ist doch... Ich hau dir gleich eine vor allen Leuten hier runter, so wie du es noch nie erlebt hast. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Michael! Michael, bleib stehen! Was sagen Sie zu dem Urteil der Sparta-Fans, die den Zug demoliert haben? Ich habe davon gehört. Auch in den Zeitungen wurde darüber geschrieben. Und was sagen Sie zum Strafmaß? Naja, ich würde sagen,
Die Strafen sind vielleicht ein bisschen zu hoch. Ich finde, das Gericht war viel zu nachsichtig. Den Brüdern hätte man viel mehr aufbrummen sollen. Die sind gut dabei weggekommen. Ganz schön kräftig, muss ich sagen. Vielleicht um die anderen abzuschrecken. Ich meine, es ist wichtig, dass man anfängt, darüber nachzudenken und herausfindet, was einen Menschen dazu bringt, solche Taten zu begehen. Schauen Sie, die Welt ist voll von Gewalt. Überall in den Zeitungen kann man es lesen, man sieht es im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, warum sich plötzlich alle so wundern. Alle scheinen zu vergessen, dass wir sie so erzogen haben. Und jetzt hat man sie verurteilt. Was lernen die denn in den Schulen? Interessiert sich denn heute überhaupt noch jemand für die Moral? Darüber werden nur noch schöne Worte gemacht, aber mehr auch nicht. Es gibt keine Autorität mehr. Sie haben keinen Respekt vor Werten. Sie achten nichts und niemanden. Das ist der springende Punkt. Ich merke das an meiner Tochter. Was ist? 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 Was ist